Leute und herzlich willkommen zu Drawbricks. Wer das Spiel nicht kennt, da muss man Sachen aus Lego bauen. Und wir bauen mal etwas Vorgegebenes, weil ich kann, um ehrlich zu sein, nicht ganz gut bauen. Vielleicht bauen wir mal sowas. Dann mit Robotern. Sollen wir den bauen direkt oder erst austesten? Ich würde den mal austesten. Im Schneegebiet. Ja, hallo Mr. Roboter, was machen Sie denn hier? Jetzt probieren wir mal aus, was der Roboter so machen kann. Also er kann sich bewegen, das kann man sich schon denken. Tür ist kaputt. Ja, krasse Roboter. Kann man eigentlich auch über Wasser fahren oder unter Wasser? Nein. Dann gehen wir mal raus. Der war auch schon mal gut. Aber ich glaube, ich baue den doch nicht. Ich möchte lieber was Fliegendes bauen. Hier testen. Vielleicht hätten wir doch lieber den Flughafen auswählen sollen. Und das hier ist ja keine Lok. Liebe Passagiere, willkommen, Gott des Zuges nach Lufthausen. Der nächste Halt ist Lufthausen. Ausstieg links. Ja. Yeah. So viel dazu. Wir sollten dann vielleicht doch lieber einen Zug nehmen, wenn wir da entlang fahren wollen. Ist doch gut. So, dann nehmen wir jetzt einen Zug bei der Zugstrecke und gucken, wie schnell der fährt. Denn wenn er nicht schnell fährt, dann... komische Kupplung. Kann der eigentlich auch schneller fahren? Das sind angeblich 40 km/h. Gleich 50. Wow, der Zug schafft 50 km/h.
Und da vorne geht's hoch. Volle Kraft voraus. Ja. Das Glück ist immer oben. Deswegen fahren wir jetzt auch wieder runter. Weil mein Zug nie Glück hat. Was ist das? Was ist das? Und warum transportieren wir Gefahrstoffe? Ja, okay, wir haben es alle verstanden. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, ob es einen anderen Zug gibt. Ansonsten bauen wir den. Wir haben gerade den gefahren. Nee, dann bauen wir den Zug. Baum. Ja. Also als erstes bauen wir hier das Fahrgestell, die Kette, die Kupplung also. Und hier noch ein bisschen, hier die Räder fertig bauen, Ketten. Ah, und dann noch hier hinten. Räder, Fahrgestell. Ah, hier fehlt noch ein Stück. Sonst noch irgendwas. Ah, hier vorne. Fahrgestellräder. So. So. Gitter bauen. Untergrund. Hier bauen, den Motor bauen. Der Motor ist am wichtigsten hier gerade. Vielleicht können wir gleich mal selbst eins erfinden. Ein Lippchen. Ich versuche dann mal das von Subway Simulator, also den Zug da nachzubauen. Ne, wenn er dann auch so fährt, dann werde ich hier auch gefeuert, auch wenn man hier gar nicht gefeuert werden kann. Das Führerhaus ist auch fertig. Bauen wir hier den Bereich des Motors noch. Dann bauen wir hier noch sowas auf dem Dach, wahrscheinlich Lüftung oder so, damit der Motor nicht überhitzt so schnell, höchstwahrscheinlich sogar. Und wir haben es geschafft. Yay. Und Terrain Generator. Aha. Create Vehicle. Und das ist auch ein Landvehikel. Was brauchen wir als erstes? Räder, aber sind es wieder, wenn ich es gebaut habe. Und da ist unser Fahrzeug. Vielen Dank dafür, dass unser Fahrzeug hier direkt runterfliegt. Alleine auf einem Block überleben soll ich das niemals schaffen.
Okay. Letzte Chance. Und zum Abschluss fahren wir nochmal wieder in den Boot. Ja, moin. Moin, Maya. Das ist übrigens Steve aus Minecraft. Falls ihr ihn nicht erkannt habt. Motoren starten. Das war eine heftige Explosion. Die Lenkung ist ganz schön komisch. Ach so. Einen Moment. Welcome to the airport. Zum krönenden Abschluss zerstören wir nochmal unser kleines Cessna-Flugzeug. Cessna 136 Fuß startet. Ach, ich habe mir das schöner vorgestellt hier. Ciao. Also erstmal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken. Like. Abo. Die Glocke. Ich kann nicht mal. Wenn ihr das gemacht habt, hakt ab. Und dann seid ihr auch ein Teil der. Warte. Und seid ihr ein Teil der Titanic. Puh. Und schreibt so Hashtag. Ich kann kein Hashtag mehr. Dann schreibt Hashtag Titanic Crew in die Kommentare und meldet. Ciao.